Willkommen zurück, Reisende. Wir sind Going Medieval. In der letzten Folge haben wir den großzügigen Keller gebaut, der 2 Etagen hoch ist. Also einfach nur eine erhöhte Decke. Wir können uns das irgendwie angucken. Hat man dann wenigstens so ein bisschen Platz zur Decke. Müssen mal sehen, ob das dann jetzt kühler ist hier drin. 0,3 Grad. Ohne dass Eis drin liegt. Ich habe schon Felder angelegt für das Eis. So, dann habe ich hier angefangen, ein Gebäude zu bauen, dafür für noch Lagerplatz. Aber irgendwie haben wir keine Steine mehr. Hier wird aber noch fleißig gearbeitet. Nur zurzeit nicht. Müssen wir mal wieder gucken hier. Anfertigen. Wie sieht das mit der Nahrung aus? 188 Mahlzeiten. Dann können wir irgendeinen, der sowieso noch viel zu tun hat, wieder auf 2 setzen. Der hat nicht sonderlich viel zu tun, außer Bergbau. Das kann so bleiben. Anfertigen. Haben die ja eigentlich alle sehr hoch im Kochen. Ja, wir brauchen ja halt ein bisschen Essen. Und mal hier aufgeklappt lassen, dass wir das immer sehen. Muriel macht das gerade. Was hat der denn? Bergbau, Bau, Schmieden. Wir benötigen noch sehr viele Steine, die irgendwie keiner. Gerade herstellen will. Und wir haben ja auch extra 2 Tische. Also wir haben gerade Herbst, was haben sie an? Noch Sommerkleidung, das geht aber noch. Wir haben auch fast keine Lehmziegel mehr. Also irgendwas. Kommt der, geht der, der geht. Läuft hier falsch. Auf jeden Fall müssen wir hier noch den Graben zumachen. Falls wir das endlich mal hinkriegen sollten. Weil seit ein paar Tagen hier, also Spieltage, scheinen die nichts mehr zu machen. Steht zwar, dass sie irgendwas machen würden, aber hier wird nicht gebaut. Hier nicht. Wir brauchen unbedingt Wohnhäuser noch. Auf die Seite wäre es zwar gut, aber haben sie das hier entfernt? Ich muss hier schon wieder eine Treppe reinbauen, weil hier unten natürlich Lehm lag. Gut, diesmal ist das Holz da hingefallen. Können wir hier Erde reinsetzen. Ist
Nur die Frage, stellen wir die Wohnhäuser hier hin, aber hier müssen wir noch so viel zumachen. Oder stellen wir hier noch zwei hin? Geht auch nicht wirklich. Wir könnten hier ans Ende eins stellen. Beiden Seiten. Also hier ein Haus. Und hier. Hier soll ja noch ein großes Gebäude hin. Und zwei Kirchen müssen wir noch errichten. Weil das ja noch hier in dem Provisorium ist. Mit den Schreinen. Brauchen wir ja erstmal eine andere Möglichkeit, also eine Kirche. Wenn wir eine hier hinbauen. Der Chef, wovor hat er sich wieder eingebuddelt oder was? Er sitzt doch im Gebäude. Der Chef, der sitzt da und zockt. Eben hat er gegessen und getrunken. Ja, benötigt Schlaf. Soll er sich halt hinlegen, ey. Rob. Ja, dann geht Rob halt eine Stunde früher schlafen. Mir auch scheißegal. Da. Bob. So, oh ja, Autospeichern war ja klar. So. Hier sind zwei gar nicht eingeteilt. Oder wir stellen auf beide Seiten ein Haus. Also hier oben und hier unten. Und dann die Kirche. Ah. Wir können ja mal hier eins planen, falls hier eins hinpasst schon. So. Aber wir haben ja auch von nichts mehr. Also keine Ziegel, gar nichts. Na geil, passt nicht. Wer hätte es erwartet? So. Fenster. Tür. Ja. Treppe. Holzfußboden. Und Stützbalken. Da das neuerdings irgendwie gar nicht mehr hält. Hier sind dann zwei zwischen einer und drei. Das mit der Treppe ist echt... Können wir die nicht einversetzen vielleicht? Ja, steht da sowieso nichts. Also wenn wir die vielleicht... Balken wieder entfernen. Die Treppe auch. Und die dann hier hinsetzen. Sieht ja auch scheiße aus. Also wir könnten, wenn die hier steht. Ja, davor, dahinter. Also so. Aber ich weiß nicht, das könnte so weit sein. Hier wieder die Mauer nicht hält. Neulich ist nämlich hier oben die ganze Etage runterkommen in der Mitte. Warum auch immer. Die hier sind alle runtergekommen.
Also eingebrochen und der Fußboden. Warum habe ich dann hier die Balken so gesetzt? Hier musste ich aber auch die Fenster verändern. Vorher waren die Balken so quer. Aber das hat scheinbar nicht gereicht. Jetzt ist hier Stabilität 3. 3. Und hier ist halt nur 2. 3. 2. Müssen wir sehen. Aber dann nehmen wir den einen hier weg. Weil wir können den leider nicht einen rüber machen. Den sagt er, geht nicht, ist die Treppe. Das Doofe ist, wir können auch nicht erst die Treppe bauen und dann, also oder andersrum, erst den Balken und dann probieren, die Treppe hier hinzustellen. Also aufgrund der Treppe haben wir immer 3 frei. Hier haben sie den Drecksbusch nicht entfernt. Das heißt, ich kann hier nicht zumachen. Schon wieder speichern. Also, das Spiel ist super schön und so, aber besteht eigentlich nur aus nachts. Aus Autospeichern in der Nacht. Das ist zwar gut, wenn das Spiel abstürzt. Aber es ist wirklich ja nur nachts. Und die Nacht kann man nicht überspringen. Die ist zwar automatisch auf Dreifachtempo. Aber irgendwie hat man das Gefühl, trotzdem geht der Tag schneller rum als die Nacht, obwohl man beides auf Dreifachtempo laufen lässt. Ja, hier diese Mistviecher fressen uns alles weg. Wo sind die Viecher? Die tauchen nie in unserem Keller. Was zum Henker? Wie so viele Esel? Der ist ausgewachsen. Haustier. 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 Was zum... Haustier. Haustier. Warum haben wir so viele Esel? Ich dachte, wir haben Hunde. Alles Hunde. Katzen. Ein Esel. Noch 2 Katzen. Hier, der könnt ihr mal transportieren. Ja, wir haben, warum auch immer, einen Haufen Esel neu dazu bekommen. Katze. Ungeziefer. Katze, Ungeziefer. Wo haben wir die ganzen Haustiere her? Haben sie es jetzt doch ins Spiel hingekriegt, dass die sich vermehren können? Und die dann automatisch Haustiere sind? Wäre ja cool. Aber mein Gott, wir haben doppelt so viele, wenn nicht sogar dreimal so viele Haustiere wie Menschen. Ich habe auch keine Ahnung, was wir mit diesem scheiß Essig machen sollen. In 2304 Essig. Keine Ahnung. Ja, cool. So sieht man leider nicht, wie viel Johannisbeeren man hat. Ist ja ärgerlich. 5300. Ich jetzt noch wüsste, was ich hier rein tun wollte. Also hier haben wir verpackte Mahlzeiten. Hier Johannisbeeren. Hier die anderen frischen Zutaten. Hier ist Alkohol. Also fertig fermentierter. Fermentieren tut da oben.
Was sollte ich hier rein tun in die Reihe? So vielleicht. So. Können wir ja mal machen. Setzen wir hier noch ein paar hin. So. Haben wir da genug Platz für Eis? Und man kann theoretisch hingehen in jedes Fach. So. Aber ich finde, man kann viel besser reingucken, seitdem es zwei Etagen hat. Also hier mal so reingeguckt. Man kann auch gut jetzt dann besser anklicken, da man die Balken komplett entfernen kann. Also könnten wir hier auch, aber hier ist dann mit Balken. Sieht schon beengter aus. Also die Räume sind auch schmaler, logischerweise, aber also zwei hoch ist irgendwie echt cool. Wie warm ist denn da? 0 Grad. Hier drüben so. 1,6. Warum ist denn hier kein... Ne, wir machen die mal weg. Machen die auf die andere Seite. So. Können wir es nämlich ganz durchziehen. So. Jetzt ein bisschen ärgerlich, dass hier nicht 3 breit ist. Ich weiß nämlich nicht, wenn sie durch das Eis, also durchs Lagerfeld mit dem Eis laufen, soll da langsamer werden. Wie weit sind sie denn hier oben? Hier ist das zum Fermentieren. Ne, oder auch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Da ist das zum Fermentieren über der Küche. Da sind es... Cool. 0 Grad. Ja, warum das denn jetzt? Ja. Die Dinger sind aus. Ach Mann, ey. Na, hoch reicht eigentlich. Kann nicht sein. Die anderen macht auch keiner voll. Naja. Dann machen wir hier die große Halle. Lang. Die da probieren, über mehrere Monate hinaus zu bauen. So. Also hier muss jetzt ja keine Küche mehr rein. Das heißt, eventuell passen noch mehr Tische rein. So, nehmen wir einen mittelgroßen. Oh, da ist eine Tür. Die nirgends hinführt. Da kommt dann erstmal eine Wand rein. Also. Na, jetzt hat er natürlich die Wand reingesetzt. So, dann werden wir jetzt anfangen mit den Tischen. Wie machen wir das? So, dann wäre hier der nächste. Könnte auf dieser Seite hier keiner sitzen, wegen der Tür. Wenn wir das so machen, würden hier immerhin zwei nebeneinander passen.
Aber dann ist da auch kein Platz zwischen, dass sie da rauskommen. Es so und so machen. Da lassen wir einen Platz, damit man rechts sitzen kann. Oder... so. So. Aber wie sitzen wir da jetzt dran? Wie viel hat der denn hier? 15? 10? 9? 8? Alter, mit so einem Kneipe sitzt man doch nicht so. Aber wir haben hier irgendwo so einen Stuhl stehen. Da. Ja, so. Ist das ein typischer Kneipenstuhl? Oder nehmen wir... hier haben wir auch so einen. Hier ist ein Lager. Oder nehmen wir so einen. Den 15. Das jetzt kostet uns fast kein Holz. Nehmen wir halt die Stühle hier auch, egal. Es kostet uns kaum mehr Holz, also. So. Und nur mal schauen. Naja, ich bin ja ein Held. Hier ist auch eine Tür. Probieren wir das nochmal mit den Stühlen. Also. Da könnten drei sitzen. Und so vielleicht. Aber hier kann keiner sitzen und auch nicht. Ist der Tisch voll überflüssig? Auf der anderen Seite genau dasselbe. Könnte hier wer sitzen? So. Das geht doch gar nicht. Das ist doch einfach nur Scheiße. So, reiß die Tische ab heute noch. Beten, da ja, fick dich mit Beten, reiß den Tisch ab. Fünf Leute einen Tisch abzureißen, ja. Oh. Großen Holztisch. Schön. Bei der Kneipe will man seine Ruhe haben. Maximal ein Vierertisch. Erst drei lang, ein breit. Ja. Ist das so, damit du da lang kommst? Und so. Ist ja gar keine Tischreihen in den Raum hier. So. Das ist doch scheiße.
So. Das ist so ein Scheiß, dass diese Streben nur 10 weit gehen. Und sonst musst du Säulen in den Raum bauen. Ach nee. Mit 6 Leuten. Und warum ist der Tisch länglich? Also mal im Ernst. Den einzigen fast rechteckigen, also quadratischen, es gibt diesen Riesentisch hier. Kneipe mit einem Tisch, mal im Ernst. Und war oben auch diese Scheiße. Hier dann mit ein freies. Geil, dann passen oben auch 2 Tische rein. Ist doch für den Arsch. Ja, hier kannst du gar keinen hinsetzen. Fallen sie die Treppe runter. Ist doch der letzte Scheiß. Er geht trotzdem nicht. Ist doch scheiße. Bisschen ärgerlich, dass man den hier nicht dran machen kann. So, also großer Tisch ist für den Arsch. Ja, hier kriegst du einfach fick den Tisch rein. Ist doch. Ja, so einen kleineren Tisch gibt's nicht. Hier nur so einen scheiß länglichen. Kannst ja hier nirgends hinstellen. So, keine Barhocker dran stellen hier oben. Mal geht an die Wand da. Da ein Barhocker dran. Ach, scheiße. War schon wieder auf Pause. So, Dreckshocker. Ah, cool, geht nicht, war ja klar. Treibt ihr in die Verzweiflung hier?
Ah, nee, ich hab vergessen, dass die Penner unten jetzt auch bauen. Das ist ein Scheiß hier. Einzelebene habe ich angeklickt. So. Oh, wähl den scheiß Stuhl aus, so schwer ist nicht. Oh Gott, was hat er angewählt? Hoffentlich ist es der scheiß Stuhl. Gott, ey. Was zum... Ja Gott, was reißen die denn jetzt ab? Ja, macht halt ihr Spackos, ey. Jetzt kommen da hier... Was braucht der Haufen Scheiße? Da. Einen dämlichen Tisch, dämliche Stühle. Ach, Wandbanner, gar nicht dämlich, ey. Die Kneipe Wandbanner hängen. Scheiß. Wegen 8 Stück und auch ewig viele Fackeln war das, ne? Ah, 4 Fackeln. Ach, Banner ist so ein Scheiß. Der sich den Scheiß ausgedacht hat. So, da muss aber noch ein Wärmebehälter hin. Kneipe kann einer aus Metall hin. Oh. Vielleicht so? Ach, die fallen doch sowieso auf die Fresse. Wenn das hier oben gebaut ist, hat man 2, 4, 6, 7. Würde natürlich ein Wandbanner fehlen. Gibt's denn hier so Schildhalterung? Ohne ein Schild, ja. Hm, super, müssen wir noch ein Schild anfertigen. Das muss jetzt gar nicht sein. Wie schwul sieht so ein Hirschkopf aus? Ah, ist eine Trophäenhalterung. Heißt, wir müssen noch so einen scheiß Hirschkopf irgendwo finden. Ja, dann hängen halt hier noch so ein scheiß Banner hin, also mal im Ernst. Kommen sie nicht hin, ja komm, fick dich, ganz im Ernst. Wir kommen da nicht hin. Das hängt einen halben Meter über der Treppe. Echt jetzt. Oh, die wollen mich doch verarschen. Ah. Hier vorne ist auch viel Scheiße. Dass den ganzen Scheiß in den Raum hängen muss, ne? So geht ja noch, aber... Alter. Ja, dann hängt da eine hin. Und was das so lange dauert, keine Ahnung.
Die Katzenhuren rum bis zum Abwinken. Also wieder eine neue. Alle paar Tage neue Katze. Erstmal einstellen hier, finden die ja ganz witzig. Raum erstellt Rosale, gut. Unten auch. Geil, obwohl Treppe drin ist, haben sie geändert. Scheiße. Wir müssten denselben Scheiß auch noch unten hinstellen. Egal, wir haben eine große Halle. Kriegen so ein Schwachsinns. Echt jetzt. Was wollen die Hurenkatzen hier? Können wir die nicht abstechen oder so? Schlachten können wir sie. Warte, die haben doch bestimmt Probleme damit, Katze zu essen, oder? Oh, mal gucken, mal gucken. Haben die ein Problem damit, Katzen zu essen? Verzehrdauer, Bewegungstempo. Pezworks, Tauschhandel, Schnäppchen. Ästhetischer Wert 30, wo der auch immer herkommt. Warte, die haben doch hier so einen Booster-Scheiße. Der hat. Hat der gar keine, oder? Oh, da steht das aber anders. Ah, hier steht das. Muriel. Sei permanent überhitzt. Überrechtlich. Nachteule. Gut, hat irgendeiner was ein Problem damit, Katzen zu essen? Das ist ein Idiot. Gefühlloser Idiot. Aber nachdenklich. Wow. Oh, guck mal, der frisst alles. Ja, guck mal, der frisst alles. Können wir auch die Katzen schlachten. Also, wenn wir im Winter kein Fleisch haben, schlachten wir die Katzen. So, ab nach unten. Stellen wir jetzt hier hin. Das muss ja jetzt gar nicht mehr als große Halle zählen. Haben wir eine. Aber der Tisch ist so protestlich. So. Aber das würde sogar noch. Ich hab da einen freigelassen. Also Stuhl, ein frei, Stuhl. Ja, geht nicht. Scheiß Tür. Oh nee, ey. Und so zu nah an der Tür. So. Diese Katzen, ne? Ja, egal, ob ich runterscrolle oder bang. 6 Katzen bleiben da. Also hier ein Tisch. Ah, muss da noch einer nehmen? Guck mal, so müssen sie sich nicht mit den anderen beschäftigen. Und die kriegen jetzt auch alle nur Dreckshocker. So. Dann kann hier bestimmt noch irgendwie ein, vielleicht so einer hin. Also warte mal, da ist die Tür und da ist die Tür. Oh, diese Katzennerven vielleicht. Also wenn ihr nicht wollt, dass wir sie schlachten und essen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten schlachten wir die. Also hier wird ja ein Tischchen passen, aber dann kann man ja schon wieder da nicht. Doch, warte mal, da könnte man sitzen. Aber wir müssten ja so machen, ne? Wegen einen frei und so.
soll er denn hier gehen und da Stühle ran? So. Die können nach hinten aufstehen. So. Oh. So geht keine Sau in die Kneipe. Das will ich euch erzählen. Kleine Tische und Hocker. Ich würde ja lieber einen Tresen basteln irgendwie, aber... Das scheint nicht zu funktionieren. Mal so, sich in der Ecke setzen. So. So. Wieso vielleicht? Hocker, hocker. Hocker, hocker. Hocker, hocker, hocker. Hier einer, da einer, da einer. Und hier ein Pech. So. Würde eh nicht als Halle zählen, weil es nur kleine Tische sind. Können wir aber wenigstens ein paar Fackeln hinhängen. Hier und ein paar Heizungen einbauen. Geht das ja wieder los hier. Also, da vielleicht eine Fackel. Auf der anderen Seite auch. So. Wir können ja ruhig an die... So, da Fackeln. Ah, über dem Tisch ist nicht so gut. Bei dem Alkoholikerpack. Dann prügeln die sich und hast nicht gesehen. Ja, so und dann Heizung. Ja, eine zum Beispiel können wir hier hinstellen. Da in die Ecke eine. Und da in die Ecke eine. Ja. Geht doch. Bauet meine Knechte. Dann müssen wir jetzt nur noch hier vorne gucken, wie wir das gemacht haben mit den... Wie war denn das? Hier, da, also da. Ne, warte mal. Bildstopp. Da muss ein Schild hin. Ein Schild, ein Schild, ein Schild, ein Schild. Da, 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 da. So. So. Schild, Fackel. So. So. Da, 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 da. Fackel. Fackel. Fackel ist nämlich ein Wohnhaus. Und das hier ist eine Kneipe. So. Gibt es irgendein Symbol, was eine Kneipe verdeutlicht? Bierkrug oder so? Gibt's nicht. Hm. Pass auf, ein Fragezeichen. Du bist nie zur Bärentatze. Warte mal, das ist eine Bärentatze. Was ist das dann? Wir nehmen jetzt zur Bärentatze. In Schwarz. Nur Bären dazu. Das ist nur zur Handel da. Damit ich mir das merken kann. Nur Bären dazu. Bären dazu, dazu, dazu. Oh. Nein, ah. So. Wie gesagt, leider steht das ja nicht auf dem Schild. Aber die pennen schon wieder. Man, die machen den ganzen Tag nichts anderes. So, hier, da ich gerade das Forschungsgebäude sehe, fehlen noch Sachen. Heißt, wir können das hier noch nicht abbrechen.
Und wenn das alles erforscht ist, dann können wir hier das abbrechen, dann haben die wieder mehr Zeit für andere Sachen. So. Wir haben ein halbfertig gebautes Wohnhaus. Oh, der Busch ist entfernt. Haben ja doch was getan. Hätte das gedacht. Ui. So. Und so. 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 Und danach können wir nämlich auch hier die Wege entfernen. Sobald die hier noch ein oder zwei gemacht haben, dann können wir die Wege entfernen. Dann können sie das von oben auffüllen, wie sie das von hier auch schon machen. So. Solange können wir allerdings hier nicht das Wohnhaus fertig bauen, was sehr schlecht ist, da wir ja keine Zeit mehr haben, sich gerade. Wir legen jetzt hier einfach mal den Boden kurz drauf. Nur zur Stabilität. Und in der Mitte einen Holzfußboden. So. Dann können die das machen. Und wir machen in der nächsten Folge die obere Etage, bauen da Zimmer wieder ein. Und werden hoffentlich hier auch noch ein Wohnhaus. Dann haben nämlich alle. Es sieht da hier aber auch nicht normal aus. Und dann haben alle jetzt dann wirklich einen Schlafplatz. Weil dieses Zimmer hier. Die Mecha, okay, das zählt jetzt. Aha, falscher Haus. Mecha? Hier war nämlich noch, warum auch immer, Gemeinschaftsschlafzimmer. Irgendwelche waren noch Gemeinschaftsschlafzimmer. Mecha? Mecha. Mecha. Das auch. Weil wir haben gar nicht genug Schlafplätze und es wird gar nicht eingeblendet. Mecha. Mecha. Sind über ein Dach drauf. Da ist ein Dach. Da. Da. Hier fehlt Dach. Ja gut, wir haben auch keine Steine. Aber das ist nur ein Lagerhaus. Das ist nicht weiter schlimm, dass wir jetzt gar keine Steine haben. Nee, seltsam. Es wird jetzt alles als Gemächer gezeigt, aber trotzdem haben wir ja nur 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Also einer hat sowieso keinen Schlafplatz. Keine Ahnung, warum das gar nicht angezeigt wird. Er wird ja wohl eher nicht im Krankenhaus schlafen. Und letztes Mal wurde das hier halt als Gemeinschaftsschlafzimmer angezeigt, obwohl es ja in sich abgeschlossene Räume sind. Also weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt auf einmal wieder anders angezeigt wird. Vor allen Dingen, oh, da schläft er. Also er schläft im Flur. Oben im Flur. Gut. Dann werden wir uns um sein Zuhause beim nächsten Mal kümmern. Bis dahin, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.